Der Robert Nissel trifft sich wieder mit der 21-Jährigen und hat einen benutzten Bikini für sie. Willst du vielleicht reingehen? Ich habe zufällig einen Bikini da. Really, you have a Bikini? Ja, von One of a Girl. And she doesn't take it. Und natürlich probiert er alles, um sie ins Bett zu bekommen. Aber mit seinen Methoden kann natürlich auch keine Frau widerstehen. Die Frauen geben immer dann zurück, wenn du zu einer gut bist, zu normalen Frauen. Ja? Und früher, dann kriegst du alles zurück. Alles, was du Gutes tust, kriegst du zurück. Aber in einem der feinsten und schönsten Orte teilweise. Oh, ja. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Das Geschäft mit der Liebe von ATV. Der Link zur kompletten Folge ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Wir starten wie immer mit unserem Liebling, dem Robert Nissel, und wir erfahren jetzt nochmal so ein bisschen Hintergrundgeschichte von ihm, denn tatsächlich wurde der einfach schon von richtig vielen Frauen verarscht, aber es liegt natürlich niemals an ihm. Eine Rumänin sollte die fixe Partnerin an seiner Seite werden. Vor dem Einzug in seine Wohnung wollte sie jedoch noch einmal nach Bukarest fliegen. Hierfür benötigte sie Geld. Nissel kam bereitwillig für die Kosten auf, danach brach sie den Kontakt ab. Und ihr merkt schon, es wird auf jeden Fall wieder absurd und man könnte hier noch irgendwie sagen, gut, er ist für die Kosten für den Flug aufgekommen. Es gibt Schlimmeres im Leben, wenn die sich jetzt nicht mehr meldet. Aber der Robert ist auch wirklich ein bisschen fernab von jeder Realität. Aber diesmal kann man mir keinen Vorwurf machen. Ich habe ein Ticket gekauft für diese Dame und die waren wirklich, habe ich wirklich geglaubt, dass sie kommen will. Alles klar, er hat eine Frau kennengelernt, die wollte dann nochmal nach Bukarest. Er hat ihr Geld für den Flug gegeben und dann hat sie sich nicht mehr gemeldet. Wobei, so ganz genau stimmt das nicht, denn der Robert, der hat natürlich noch einiges für diese Frau getan. Es war natürlich die große Liebe. Haben Sie ihr Geld geschickt? Ja, leider, nachdem ich ein Ticket gekauft habe, habe ich 1700 Euro geschickt. Ne? Und dann noch gleich 1000 drauf, weil die Mama braucht einen Computer und Internet, damit sie in Verbindung ist. Also alles sehr glaubhaft. Immer wieder, wenn ich so etwas sehe, frage ich mich, wie einfach kann es denn sein, Leute abzuziehen? Und warum treffe ich nicht mal einen Robert Nissel, der mir einfach mal so die 3000 Euro in den Popo steckt? Und wie er dann noch am Ende sagt, ja, das war halt alles auch sehr glaubhaft. Da, also, hau dir vielleicht mal den Kopf gegen die Wand. Eventuell hilft das. Meine Gutgläubigkeit, die aber nicht naiv ist, ich bin nicht naiv. Ich habe nur immer noch mein Kind in mir bewahrt, seitdem ich hier geboren wurde. Wie lange haben Sie die Dame vorher gesehen? Wie lange waren Sie mit ihr zusammen? Eigentlich nur einen Tag und einen Nachmittag. Und habe ich schon vertraut. Zu schnell, zu rasch. Er hat diese Frau einen Tag lang gekannt. Dann ist sie nach Bukarest abgehauen. Dann hat er ihr noch 3000 Euro hinterhergeschickt. Dann hat die sich logischerweise nie wieder bei ihm gemeldet. Und der Typ sagt allen Ernstes, nachdem das schon 500 Mal passiert ist, er sei nicht naiv. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Aber wir wollen uns ja nicht die ganze Zeit mit der Vergangenheit auseinandersetzen, sondern wir wollen ja in die Zukunft blicken. Und jetzt wird es ganz wild, denn ich habe ja mal zu Walter zur ersten Folge ein Video gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich sehr gerne auf meinem Kanal nachholen. Aber in diesem Video von Walter haben wir eine Partnervermittlung kennengelernt und genau die gleichen sind jetzt auch hier bei Robert Nissel. Die ehemalige Wirtschaftsstudentin Ilona heiratete den Wiener Thomas Maurer vor 5 Jahren. Immer wieder kontaktieren sie Freundinnen aus der Ukraine, die gerne einen Mann aus Österreich kennenlernen möchten. Diese Kontakte könnten dem 57-jährigen Robert Nissel jetzt zum Glück verhelfen. Das sind einfach genau die gleichen, die bei Walter, dem Elvis und dem Manfred eine Frau vermitteln wollen. Wir haben da ja auch noch nicht weitergeschaut, deswegen weiß ich natürlich nicht, wie es da weitergeht. Aber ja, das ist die Ilona und der Thomas. Eine Freundin von ihr, also. Wenn meine Freundin suchen, jemanden sie suchen, wer Verantwortung kann übernehmen,
Zum Beispiel für die Familie, weil das ist sehr wichtig für jede Frau, egal in welchem Land. Sicherheit. Die ganz große Frage ist natürlich, kann eine Frau auf Dauer bei Robert Nissel wirklich Sicherheit bekommen? Denn auch wenn er Geld hat, so richtig vernünftig geht er mit all dem ja nicht um. Aber mit den beiden plant er dann eine Reise und die sehen wir dann am Ende der Folge. Denn jetzt gibt es erstmal Besuch für den Robert und dafür macht er sich auch noch hübsch. Etwas jünger zu wirken, hat sich der Unternehmer entschlossen, seinen Bart abzurasieren. Nissel möchte Lucia davon überzeugen, dass er ihr ein sorgenfreies Leben bieten kann. Ja, jetzt mit dem abrasierten Bart siehst du einfach aus wie 25 Jahre nach der Rente. Ich frag mich wirklich, was der Robert sich denkt, ob er wirklich die Idee im Kopf hat, dass das irgendwie hilfreich wäre. Und vor allen Dingen, als Lucia dann ankommt, holt er einfach die größten Opa-Schlappen aus dem Regal, die Lucia dann anziehen soll. Siehst du das Schürze? Du kannst es hier. Aha. Ich geh für. Button. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt kein Mensch, der anderen Menschen irgendwie Hausschlappen gibt. Ich bin da auch gar kein Freund von. Ich laufe einfach immer mit Socken rum. Aber jeder, wie er will, ne? Es ist ja vielleicht auch was Positives. Ich finde es halt nur ein bisschen lustig. Und dann zeigt der Robert ihr natürlich seine unfassbar tolle Wohnung, bei der er ein Solarium direkt neben dem Bett stehen hat. Solarium? In ihr Bett, ja, ja. Why in your bed? Not a kind of better look to you. Joke. Ja. Und fragt mich bitte nicht, was das da am Ende war. Der Robert ist auch ein bisschen wild im Kopf, glaube ich. Er hat aber auch einen sehr wilden Raum, denn er hat einen Wellnessraum mit doppelter Sauna und Whirlpool. Und mein Wellnessraum, gehst du rechts? Ja. Da. Oh, nice. Ja, very nice. Nice. Very nice. Sonne, Dampf, with stream, Infrared-Kabine. Und die Lucia wusste natürlich nicht, dass er einen Whirlpool hat, aber auch dafür hat Robert natürlich vorgesorgt, denn ja, ganz uneigennützig würde er sich natürlich darüber freuen, wenn die Lucia den Whirlpool benutzt und er hat dafür sogar ein Bikini für sie bereit, damit sie nicht nackig da rein muss, auch wenn das ein bisschen komisch ist, weil dieser Bikini wurde schon mal benutzt. Willst du vielleicht reingehen? Ich habe zufällig eine Bikini. Da. Really, you have bikini? Ja, von one of a girl, and she doesn't take it. Aha. From the last time, but this is washing. Also versteht mich nicht falsch, ich finde es jetzt nicht schlimm, einen gewaschenen Bikini oder sagen wir mal jetzt, wenn es eine Badehose wäre, ich würde es jetzt nicht schlimm finden, eine Badehose, die gewaschen ist, anzuziehen, die vielleicht schon mal jemand anderes anhatte, aber diese Konstellation ist schon ein bisschen komisch. Lieber Robert, hattest du denn mit der Frau, die diesen Bikini angezogen hat, auch Sex? Ich glaube, ich habe sie massiert. Massiert habe ich sie. Massage, I can very, very good Massage, wo alle immer dann. Das ist die beste Massage, finde ich. Also ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Der Nissel ist auch so ein ganz komischer in seinem Ausdruck und wie er Sachen erzählt. Aber natürlich, es ist ja schon mal gut, dass er mit der Frau keinen Sex hatte. Auch wenn das irgendwie trotzdem alles ein bisschen sehr, sehr komisch ist, finde ich. Und auch alles ein bisschen unangenehm. Dann bringt er der Lucia auch noch ein alkoholisches Getränk zur Entspannung. Und dann erfährt man etwas vom Nissel, wofür man ihm auf jeden Fall Respekt zollen sollte. Was aber auch eventuell erklärt, warum er so ein bisschen komisch geworden ist. Nissel selbst trinkt seit über 10 Jahren keinen Tropfen Alkohol. Früher hatte er jahrelang ein massives Alkoholproblem, bis er sich in einer Suchtklinik therapieren ließ. Seit dieser Zeit entdeckte der trockene Alkoholiker die Spiritualität. Und wie gesagt, also dafür kann man auf jeden Fall Respekt da lassen. Es ist richtig gut, dass er seine Sucht da in den Griff bekommen hat. Und es ist extrem stark, dass er das geschafft hat, 10 Jahre lang davon wegzukommen. Auf der anderen Seite ist diese Spiritualität wahrscheinlich so ein bisschen ein, ja, Lochstopfer für diese Sucht eben. Und diese Spiritualität ist manchmal schon ein bisschen seltsam. Aber naja, der Robert ist halt ein Mann von Welt und ich glaube, er ist auch ziemlich glücklich, denn er darf die Lucia jetzt auch ein bisschen abtrocknen. So, ist der nicht kalt? Upsi.
Da sich beide in gebrochenem Englisch unterhalten, wird die Sinnhaftigkeit des Gespräches für den Zuseher schriftlich zusammengefasst. Alles okay? Aber das muss man natürlich dazu sagen, er durfte sie auch ein bisschen abtrocknen. Und generell ist Robert natürlich ein absoluter Ehrenmann. Ich hoffe, ihr versteht, was er sagt. I'm not take. Never. Never mind. Never? I never, 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 ever. I wait. Ich glaube, das, was er sagen wollte, war, ich werde auf jeden Fall niemals übergriffig, aber ich würde trotzdem gerne bei dir landen, also mach mal den Helikopterlandeplatz auf. Ich glaube, das hat er gesagt. Und dann gab es natürlich auch noch eine unfassbar Massage für die Lucia. Diese Massage beruhigt mich. Es wird immer angenehmer. Er entspannt mich. Und die Rückenmassage war natürlich schon ein unfassbarer Traum, aber dann gibt es auch noch eine Kopfmassage und ja, auf der einen Seite hätte ich auch mal Bock auf eine Kopfmassage, auf der anderen Seite, es müsste jetzt nicht unbedingt vom Robert sein. Die Frauen geben immer dann zurück, wenn du zu einer gut bist, zu normalen Frauen, ja, und früher, dann kriegst du alles zurück. Alles, was du Gutes tust, kriegst du zurück. Aber in einem der feinsten und schönsten Ort teilweise. Oh, ja. Und auch wenn er da am Ende einen halben Orgasmus bekommen hat, es hört sich alles sehr komisch an. Ich weiß nicht, ob er das wirklich heute zurückbekommt, denn ich denke, er hätte gerne dann auch was von der Frau zurück. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das was Sexuelles sein sollte. Und vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, wir kennen ja alle seine Storys, der gibt den Frauen ja die ganze Zeit Geld, Geschenke und kriegt nichts davon zurück, sondern ganz im Gegenteil, er wird einfach von allen Frauen abgezogen. Also eventuell klappt das nicht ganz so hundertprozentig, aber solange Robert dran glaubt, ist ja auch alles gut. Entspricht sie ihren Vorstellungen? Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah ja, ja, das gefällt dem Robert, natürlich, natürlich. Aber mal ganz im Ernst, also der Körper von Lucia ist natürlich eine absolute Augenweide, da brauchen wir jetzt nicht drum rumreden. Ich weiß, manche von euch haben geschrieben, dass sie das Gesicht nicht ganz so hübsch finden und es ist jetzt wahrscheinlich kein Modelgesicht, aber ich finde das Gesicht von ihr eigentlich auch ganz süß. Also alles in allem finde ich die Lucia natürlich auch eine sehr attraktive Frau. Es ist nur trotzdem alles ein bisschen komisch, weil der Robert ist ja auch schon 57 und irgendwie ist es alles, ja, weiß ich auch nicht so 100%. Aber die Lucia spürt da, glaube ich, auch eine Menge. Vor allem in seiner Hose. Dieses starke, harte, prall gefüllte Portemonnaie. Ich denke, es ist etwas Besonderes. Es ist überhaupt nicht typisch, wie ich auf ihn reagiere. Bei keinem anderen Mann empfand ich so schnell etwas. Das heißt, er hat etwas, was ein anderer Mann nicht hat. Sind das hier von Lucia nur leere Worte für die Kamera oder meint sie das ernst? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie den Robert nicht mehr rangelassen, was ihm natürlich auch ein bisschen wehgetan hat. Und die beiden haben sich dann verabschiedet. Achtet vor allen Dingen mal auf Robert ganz am Ende. Das ist wirklich auch wieder... Der Typ lebt auch in einer anderen spirituellen Welt. See. We will see next time, okay? Okay. Okay. Fällt dir nicht der schwer als Abschied? Abschied ist immer schwer. Aber nicht gern Abschied. Ich mag lieber kommen. Gehen ist immer so. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was macht der Robert wohl mit diesem angebrochenen Abend? Er hat gerade eine Frau gedatet, ne? Jetzt könnte er natürlich irgendwie glücklich sein und sich auf das nächste Treffen freuen. Oder er ist einfach ein bisschen deprimiert, weil er nicht zum Schuss gekommen ist und geht in die nächste Stripper. Das macht natürlich vollkommen Sinn. Einsam und traurig zieht sich Robert Nissel an seinen reservierten Tisch zurück. Und nachdem er dann mit einigen Frauen geredet hat und probiert hat, wieder irgendwo zu landen, ist er dann in seine einsame Ecke gegangen, wo bestimmt später noch eine Frau zum Tanzen vorbeikommt. Ist das ein Stammplatz von Ihnen hier? Ja, das ist mein Lieblingsstammplatz. Da ist am schönsten, wenigsten Licht, schummrigsten. Da sitze ich gern. Ich sag euch ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen traurig zu sehen, dass er nach so einem schönen Date ja eigentlich dann in den Stripclub gehen muss, weil er irgendwie trotzdem nicht zufrieden ist und weil er trotzdem irgendwie noch Bestätigung von Frauen braucht. Ich meine, stellt euch mal vor, die Lucia würde wirklich da irgendwie drüber nachdenken, ob das was sein könnte und der Typ, mit dem du dich gerade getroffen hast, geht, nachdem du gegangen bist, einfach in den Stripclub. Das ist doch nicht gut, oder? Aber wie dem auch sei, wir machen jetzt einen kleinen Sprung, denn
denn wir lernen jetzt einen neuen Teilnehmer kennen und der hat es auch auf jeden Fall in sich. Der 47-jährige Waldviertler Manfred Anders alias Chicken Charlie ist geschieden und Vater dreier erwachsener Söhne. Seine letzte längere Beziehung mit einer Österreicherin hatte er vor über 3 Jahren. Wir haben einen Manfred hier in Österreich und der Manfred ist jetzt 3 Jahre Single und natürlich, ne, die österreichischen Frauen, die sind nichts mehr für den Manfred. Anders ist mit den heimischen Frauen unzufrieden, da sie sich nur mehr für Konsum und für die Oberflächlichkeiten interessieren. Aber der Manfred, der ist eben jetzt auch auf Frauensuche und der trifft sich jetzt mit dem Robert. Wie geht's Ihnen heute, Herr Lissow? Sehr gut, blendend. Ich bin zu jedem Schabernack bereit. Zu jeder Pferdediebstahl zu holen, nur fällt mir die passende Partnerin noch, aber die wird kein Problem werden. Und im Hintergrund habt ihr gesehen, da stand eben der Manfred und auch die Ilona und der Thomas, denn die beiden haben in der Ukraine jetzt so ein Massenfrauentreffen für die beiden organisiert und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Weiter geht es dann mit unseren beiden Lieblingen, dem Peter Langhammer und dem Mario Orsolic. Und die beiden sind auf dem Weg zu einem komplett neuen Abenteuer, zu einer neuen Destination voller Frauen. Boxtrainer Mario Orsolic und der Sicherheitsdienstmitarbeiter Peter Langhammer treffen sich am Flughafen Wien-Schwechat. Beide haben schon eine erfolglose Singlereise nach Rumänien hinter sich. Und dass es beim letzten Mal nicht so gut funktioniert hat, das lag natürlich vor allen Dingen daran, dass sie sich sehr besoffen haben und sich nicht so gut benommen haben. Das lag natürlich auf gar keinen Fall daran, dass die beiden einfach ein bisschen wild sind im Kopf. Aber die beiden geloben Besserung. Diesmal soll das nicht passieren, denn die beiden Wiener haben beschlossen, sich in Bulgarien besser zu benehmen. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großes Versprechen. Keine Ahnung, ob die beiden das halten können. Und als der Peter im Hotel angekommen ist, war er auch direkt mal ein bisschen unzufrieden. Naja, ich hab mich ein bisschen mehr erwartet vom Hotel. Ist alles altmodisch, ich weiß nicht. Zweiter Weltkrieg oder sowas, keine Ahnung. Aber die beiden sind natürlich auch nicht lange im Hotelzimmer geblieben. Sie sind direkt mal raus auf die Straße und sie haben eine Dolmetscherin dabei. Trotzdem probieren sie erstmal die Frauen selber anzusprechen. Excuse me, a little bit English? No? Warte, ist Dolmetscherin. Ist gut. Das war wirklich wieder eine unfassbar gute Anmache von Peter. Da ist die Frau wahrscheinlich komplett dahingeschmolzen. Die Dolmetscherin probiert dann noch zu retten, was wahrscheinlich nicht zu retten ist. Sie kann nicht so gut Englisch, sagt sie, für die Zukunft. Also das ist kein Problem. Also ich habe erstmal erklärt, wer du bist und das, was ihr macht. Und? Desi. Was muss das auch für eine unangenehme Situation für die Dolmetscherin sein? Ich kann mir das gar nicht ausmalen. Das ist doch unfassbar schrecklich, oder? Und ich finde auch lustig, wie der Peter sagt, naja, die kann kein Englisch. Egal. Das werden wir später nochmal anders hören. Im Moment können die nicht. Die haben andere Pläne. Am Abend vielleicht heute. Aber du weißt ja doch. Eher nicht. Das war auf jeden Fall der erste und auch ein sehr eindeutiger Korb. Den hätte man natürlich niemals so erwarten können. Krass, dass sie den Peter ablehnen. Das ist auch so ein unfassbar toller Mann. Und der Orsolic, der probiert dann auch sein Glück. Hallo Leute, dann möchte ich gerne kennenlernen. Gehst du mit auf einen Kaffee? Yes. Und aus welchen Gründen auch immer, ich kann mir das natürlich überhaupt nicht erklären, haben die beiden mit ihrem Deutsch und gebrochenem Englisch dort in Bulgarien auf den Straßen gar keine Chance bei den Frauen. Die Dolmetscherin findet auch, dass der Orsolic generell für bulgarische Frauen jetzt nicht seriös genug angezogen ist, auch wenn das bei ihm nicht so gut ankommt. Siehst unseriös aus in der Sportjacke. Ein lockerer Typ. Deswegen bin ich locker angezogen immer. Ich habe keine engen Sachen, ich will alles, was locker ist. Das ist locker nicht, aber Leiberl, das was locker ist, ich bin nicht eng angezogen. Das mache ich nicht. Und obwohl der Mario nicht richtig angezogen ist, hat die Dolmetscherin trotzdem Verständnis für die beiden Männer und sie hat auch irgendwie das Gefühl, dass die eigentlich eine Frau finden sollten. Mich wundert, dass die keine Frau finden.
Und ganz besonders hat mir gefallen das, was der Mario, ne, gesagt hat, dass er der Mann sein will in der Beziehung. Und da ist er in Bulgarien gerade am richtigen Fleck. Und die Dolmetscherin kennt die beiden ja noch nicht richtig. Ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt, dass sie gerne die Männer sein wollen. Ich glaube, das große Problem ist, dass die sich aber nicht wirklich benehmen wie Männer und dass sie sich auch nicht wirklich so geben wie die Männer, auf die man sich dann hinterher wirklich verlassen könnte. Aber die Dolmetscherin gibt sich wirklich Mühe und deswegen hat sie eine Anzeige geschaltet und für den Abend hat sie dann ein Doppeldate für die beiden arrangiert, in der Hoffnung, dass das eventuell besser funktioniert. Punkt 20 Uhr tauchen die Mädchen vor dem Lokal auf. Beide sind knapp 20 und sprechen kein Wort Deutsch. Und die beiden Frauen lernen jetzt die beiden Männer kennen und man sieht schon, dass es wirklich voller Emotionen das Kennenlernen. Und die beiden Männer haben auch eine Rose mit dabei, aber ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr ganz genau hinhört, dann hört ihr, dass irgendjemand aus dem Hintergrund ruft, gebt dem die Rose. Hallo Mario, Peter. Mario, hallo. Die Rose. Viele Freunde. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Moment, wo die sich da die Hand gegeben haben, das war wirklich absolut todespeinlich. Und dass dann jemand aus dem Hintergrund rufen muss, Rose, damit die beiden Männer den Frauen die Rose überreichen, ist wirklich die Krönung der Absurdität. Was macht sie beruflich? Als Gebosse sind die Marsch. In einer Bank. Das ist gut, da können wir drüber Kreiden aufnehmen. Und so geht's dann im Grunde die ganze Zeit weiter. Die reden halt nicht miteinander, sondern die reden im Grunde alle mit der Dolmetscherin, was natürlich eine super Grundlage ist, um sich richtig kennenzulernen. Aber der Peter, der, ja, für den ist das schon in Ordnung. Das sind liebe Mädels. Und ich sag mal, im Gegensatz zu Rumänien, reden die viel mehr, die steigen sich gleich also ein bisschen mehr rein, ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Peter vielleicht einfach schon zu viel getrunken hat und sich dann eine Menge einbildet. Der Orsulic im Gegenzug ist noch ein bisschen realistischer, denn für den ist es nicht wirklich was. Naja, feschern soll zwar die jungen Mauern, aber für mich zu unglänglich. Das ist alles. Einfach definitiv uninteressant. Für mich uninteressant, für fixe Beziehungen uninteressant. Weil wir zu jung sind, weil wir 22 Jahre sind. Und irgendwie macht es den Orsulic ja trotzdem noch so ein bisschen sympathisch, dass er sich denkt, ja, es ist vielleicht doch ein zu großer Altersunterschied. Wobei für andere Schandtaten, ja, da ist er natürlich vollkommen dabei. Heiße Nacht. Werden wir sehen. Noch ein bisschen trinken, werden wir sehen, wie es läuft. Wären Sie für das offen, oder? Ich bin für alles offen. Naja, für ganz alles offen ist er nicht, denn in diesem Lokal wurde dann auch richtig ausgiebig getanzt und der Orsulic hat nicht mitgemacht, der ist einfach sitzen geblieben. Wer aber mitgemacht hat, ist der Peter und irgendwie fand ich diese Sequenz richtig lustig. Er sieht in dem Moment irgendwie richtig hilflos aus und ich fand das irgendwie lustig. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was sagen denn die Frauen grundsätzlich zu der Situation? Ich stehe auf keine bestimmten Männer. Auch zwischen den beiden kann ich mich nicht für einen entscheiden. Das hört sich jetzt im ersten Moment natürlich ein bisschen doof an. Auf der anderen Seite, vielleicht ist auch noch alles drin. Vielleicht hat sie sich ja einfach in beide verliebt. Ja, oder eben auch nicht. Aber bei uns in Bulgarien ist es so, dass man nicht am ersten Abend bestimmen kann, ob einer einem gefällt oder nicht. Das ist ja eine wirklich langweilige Regel in Bulgarien. Die finde ich aber doof. Naja, nichtsdestotrotz hat der Peter mit ihr auch noch ein bisschen auf der Tanzfläche den, ja, das Tanzbein geschwungen. Wäre sie was für Sie? Ja, aber das Problem ist, ich kann kein Deutsch, das ist das. Und ich kann kein Bulgarisch. Ich weiß nicht, ob ihr es genau verstehen konntet, aber es wurde gefragt, ob die Frau was für den Peter sei. Und der Peter hat dann gesagt, ja, aber es ist natürlich doof, dass sie Bulgarisch sprechen kann und kein Englisch. Und als er die Frau auf der Straße angesprochen hat, da hat der Peter ja noch gesagt, ist egal, dass sie nicht reden kann mit mir. Aber anscheinend ist doch irgendwo in seinem Kopf so eine kleine Lampe angegangen.
Und das, meine lieben Freunde, war die komplette Folge 4. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Es war mal wieder komplett absurd und ich bin wirklich gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Auf uns wartet ja dieses riesige Date, wo ganz, ganz viele Frauen nur den Robert Nissel wollen. Der 57-jährige Robert Nissel ist überwältigt. Über 20 ukrainische Frauen wollen den alleinstehenden Unternehmer kennenlernen. Vor allem auf die unter 20-Jährigen hat der Unternehmer ein Auge geworfen. Ich habe ein harmonisches Leben. Ob er da eine Frau finden wird, vielleicht auch eine unter 20-jährige Frau, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und bei dem Peter und dem Orsulic geht's natürlich auch weiter. In Sofia sind sich Mario Orsulic und Peter Langhammer einig. Heute Nacht wollen sie die beiden Bulgarinnen verführen, doch die dürften ihre eigenen Pläne haben. Und ob die beiden in der nächsten Folge damit wirklich Erfolg haben und ob die da zum Stich kommen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das hier weiter supportet und mich weiterhin so gut unterstützt. Schreibt gerne auch einen Kommentar, ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss!